Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Meinen letzten Versuch, eine Woche am Arm zu filmen, habe ich abgebrochen, dazu aber an anderer Stelle mehr. Heute ein weiterer Versuch, eine Woche am Arm, und zwar mit der Circular Dive Sport Titan. Als sie rauskam, war ich alles andere als überzeugt von der Uhr. Im Gegenteil, ich war ziemlich sicher, dass diese Uhr nichts für mich ist. Und je mehr ich dann geschaut habe, je länger ich sie mir angeschaut habe, umso mehr hat sie mich begeistert. Am Ende habe ich sie mir bestellt, man kann es hier in der Abendsonne nicht so gut sehen, Petrol mit dem Petrol-Drehring. Und ich muss sagen, ich habe es bislang nicht bereut. Heute ist Montagabend, Tag 1 meiner eine Woche am Arm, und ich bin gespannt, was die Woche bringt. Ja, Montag, Tag 1 meiner eine Woche am Arm, und natürlich ist die Circular Dive Sport am Arm. Ich habe ja schon im Intro gesagt, ich war anfangs alles andere als überzeugt von der Uhr, und seitdem ich sie habe, freue ich mich darauf, die eine Woche am Arm zu beginnen. Heute Nacht freue ich mich auf die Leuchtmasse, denn die Uhr hat zweifarbige Leuchtmasse. Ich bin extrem gespannt, wie sich das in der Nacht macht. Ich habe sie heute schon den Tag über angehabt und kann sagen, dass Titan wirklich fantastisch am Arm ist. Trotz der relativ großen und hohen Uhr trägt sie sich wahnsinnig angenehm. Ich habe auch schon etwas gefunden, worauf ich im Laufe der Woche eingehe, weil das für mich eine Überraschung ist. Vielleicht ändert sich meine Sicht noch, aber aktuell habe ich schon einen Punkt, den ich eventuell an der Uhr verbessert hätte, oder was heißt verbessert, anders gemacht hätte, wenn ich sie designt hätte. Aber dazu im Laufe der Woche mehr. Heute Nacht kommt es mir primär auf die Leuchtmasse an. Nachtrag. Meine Frau sitzt hinten da, also da hinten in der Balkonecke, und hat mich gerade ganz empört angesprochen. Ich solle mich doch gefälligst heute Nacht auf sie freuen und nicht auf die Leuchtmasse der Uhr. Ja, damit wisst ihr, was für ein hartes Dasein ich hier friste und wie sehr ich mir den Inhalt meiner Videos erkämpfen muss. Ja, am Dienstagmorgen, Tag 2 meiner eine Woche am Arm, und meine Circular Dive Sport Titan ist natürlich noch am Arm. Die Nacht war, wie erwartet, aufregend, und zwar, weil die Uhr wunderbar leuchtet, und auch noch aus einem anderen Grund, den ich aber hier verschweige. Die Uhr leuchtet zweifarbig. Ich versuche das die Woche noch im Bild einzufangen, und hat die ganze Nacht durchgehalten. Auch nach 8 Stunden Dunkelheit konnte ich sie hervorragend ablesen. Absolut super. Also was die Leuchtkraft betrifft, bin ich von der Uhr mehr als begeistert. Absolut super. Und hat meine Erwartungen deutlich übertroffen. Wir haben Dienstagabend, Tag 2 meiner eine Woche am Arm, und meine Circular Dive Sport Titan ist noch am Arm. Ich muss mal kurz aus dem Bild, weil ich etwas nachmessen wollte. Ich habe ja vom Band gesprochen, und dabei ist mir etwas aufgefallen. Ich messe jetzt hier gerade mal den Bandanstoß direkt oben an der Uhr, und das sind, wie ihr sehen könnt, knapp 20 mm. Und unten an der Schließe, da seht ihr, sind es knapp 18 mm. Das heißt, das Band verjüngt sich von 20 auf 18. Ist, wenn man es so sieht, nur sehr schwer zu erkennen. Ich hatte das Band gesehen und habe mir gedacht, eigentlich hätte dieser großen Uhr auch ein 22er Anstoß gut gestanden. Und auch gerne von 22 auf 18 runter, weil das 18er Band trägt sich wirklich mega angenehm am Arm. Wenn mir gerade die Suppe was runterläuft, liegt es daran, dass es unglaublich schwül ist. Ich gerade mit dem Hund draußen war, wir draußen eine elende Suppe haben. Ja, wie gesagt, Band verjüngt sich von 20 auf 18.
Was mir gut gefällt an der Schließseite, weil das sehr dünn ist und damit sehr angenehm zu tragen. Von der Optik her hätte ich an der Uhr auch gerne einen 22er Anstoß vertragen, der sich dann ebenfalls auf 18 verjüngt. Jetzt in meinem Review, was ich euch am Ende dieses eine Woche am Arm Videos verlinken werde, hatte ich euch schon einiges über Titan erzählt, was ich nicht erzählt habe, weil ich es allein vom Review so nicht wissen konnte, ist, wie es sich anfühlt, dass Titan eine andere Wärmeleitfähigkeit als Stahl hat. Es ist mega angenehm am Arm, muss ich sagen. Jeder, der es noch nicht hatte, sollte das wirklich mal ausprobieren. Titan wird weder sehr heiß auf der Haut noch sehr kalt. Es hat eigentlich immer eine vergleichsweise neutrale Temperatur. Ganz anders als Edelstahl, der in der Sonne ja schon mal sehr heiß werden kann, beziehungsweise auch im Winter, wenn er liegt, sehr kalt werden kann. Und man merkt es dann, wenn man die Uhr in den Arm tut, dass das Stahlband doch etwas kühler ist. Bei Titan hat man das überhaupt nicht. Also ein wirklich sehr neutrales Tragegefühl, was ich persönlich wirklich sehr schätze, und das schon am zweiten Tag. Wir haben Mittwoch, Tag 3 meiner eine Woche am Arm, und meine Circular Dive Sport ist natürlich noch am Arm, und ich habe heute Geburtstag. Ja, heute Nacht, Punkt 12 Uhr, hatte ich eine außergewöhnliche Gratulantin. Ihr habt das vielleicht an dem betreffenden Tag auf meiner Instagram-Story gesehen. Mein Geburtstag ist, wenn ich dieses Video hier aussende, naturgemäß schon einige Tage, wenn nicht sogar Wochen her. Aber es hat halt so gepasst, dass ich diese Woche hier filme, so dass mein Geburtstag in diese Woche fällt, wie übrigens auch der Sinn-Stammtisch vom Sinn-Uhren- und Technikforum, wo ich natürlich die Circular mitnehme und auch da den Leuten zeigen werde und sehr gespannt auf das Feedback bin. Ich habe gestern was über das Titanband gesagt, was die Breite und den Verlauf betrifft. Heute kann ich sagen, es ist wirklich eines der angenehmsten und am bequemsten zu tragenden Metallbänder, was ich habe. Was wahrscheinlich teilweise am Titan liegt, leicht. Über die Temperatur habe ich mich hier gestern schon geäußert. Aber auch über den Verlauf. Ich finde es grandios, wie wenig ich die Schließe spüre, egal wie ich die Hand bewege. Da drückt nichts, da klemmt nichts. Also ein Verlauf auf 18 oder vielleicht sogar, wie das bei manchen Rolex-Uhren ist, auf 16 ist unglaublich angenehm zu tragen. Manche mögen die Optik nicht, aber vom Tragekomfort her ist das wirklich absolut unschlagbar. Wir haben Mittwoch, haben Tag 3 meiner eine Woche am Arm, und meine Circular Dive Sport ist natürlich noch am Arm. Ja, ich hatte heute Geburtstag, bin der 60 wieder ein Jahr näher gekommen. Tut nicht weh, ist aber auch nicht überragend schön, ist einfach so. Hatte einen völlig entspannten Tag, hab früh Feierabend gemacht, hab den Nachmittag gelesen, war heute Abend mit meiner Frau in einer Art kleinen Biergarten, hab auch, ich glaube, 4 oder 5 halbe getrunken. Ich trinke sonst nicht viel Alkohol und das war deutlich mehr, als ich sonst trinke. Deswegen habe ich auch bis 23:30 gewartet, um diese Aufnahme zu machen. Der Tag war auch entspannt, weil ich die Uhr einfach am Arm nicht merke. Es ist, wie ihr sehen könnt, keine kleine Uhr. Sie ist auch nicht besonders flach und erweckt auch nicht den Anschein, flach zu sein, mit der relativ steilen Kante hier. Und trotzdem merke ich sie am Arm nicht, dank des Titans, was sowohl Gewicht als auch Temperatur unglaublich angenehm am Arm macht. Wir haben Donnerstag, Tag 4 meiner eine Woche am Arm, und meine Circular Dive Sport ist natürlich immer noch dabei. Absolut genial, super Uhr, und ich bin nach wie vor restlos begeistert. Weil ich heute einige Videos mache, habe ich ein etwas größeres Geschirr aufgefahren und kann sie euch auch mal von nahem zeigen. Also das Blatt ist schon was richtig Feines. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Blatt industriell zerkratzt wird oder mit der Hand.
Bei den Sinnuhren, die DS heißen, ist ja der Dekoschliff mit Hand aufgebracht. Hier könnte es durchaus sein, dass er maschinell aufgebracht ist, was mich aber nicht stört. In keinster Weise. Macht die Uhr ja nicht schlechter oder hässlicher. Der Boden sieht übrigens auch richtig klasse aus. Und in einem Kommentar, den ich schon bekommen habe, ob auf Instagram oder ich weiß nicht genau wo, war, dass ich ja gar nicht die gehärtete Lünette habe. Ich muss gestehen, das stört mich auch nicht, die Bohne, denn nicht gehärtet ist ja nur die Alu-Einlage. Die Lünette selber ist ja weiterhin aus dem gehärteten Titan und sollte hier irgendetwas drankommen, ist das auch vergleichsweise schnell gewechselt, entweder auf die silberne oder schwarze Lünette oder aber die Einlage getauscht für kleines Geld, denn die Alu-Einlagen kosten nicht die Welt. Insofern bin ich nach wie vor mega begeistert. Ich liebe die zweifarbige Leuchtmasse. Ich denke, am Samstag werde ich da etwas näher drauf eingehen und auch ein bisschen mit Bändern spielen. Also insgesamt für mich ein absolut positives Erlebnis, diese Uhr am Arm haben zu dürfen. Wir haben Freitag, Tag 5 meiner eine Woche am Arm und meine Zirkula ist noch am Arm. Ich stehe hier vor dem Hauptquartier von Sinn, weil ich mir die neuen Sinns anschauen möchte und vielleicht auch ein paar O-Töne einfangen kann zu den Sinns, vielleicht auch zu der Circula. Ich bin super gespannt und ja, jetzt gehe ich quasi fremd mit der Circula zu Sinn. Wir haben Samstagmorgen 20 nach 12 und meine Circula Dive Spot ist noch am Arm, also quasi der Abend des fünften Tages. Ich war heute bei Sinn, habe einige schöne Aufnahmen der neuen Uhren gemacht, werde darüber ein separates Video machen und wir hatten den Sinn Uhren und Technik Stammtisch. Es war ein wunderschöner Abend und alle haben die Circula tatsächlich sich angeschaut und sind der Meinung, dass diese Circula wirklich ein absoluter Knaller ist. Ihr Preis, ihr Geld, mehr als wert. Eigentlich sogar etwas zu günstig. Cornelius, ich hoffe, du hörst das nicht. Klar, da wollte keiner vor der Kamera mit mir darüber sprechen. Zum einen, weil sie nicht gerne gefilmt werden. Andere hatten andere Gründe. Insofern kann ich diese Sache nur indirekt wiedergeben. Aber ich kann definitiv sagen, die Uhr ist mega gut angekommen und ich habe dafür absolutes Verständnis. Meine Frau ist am Wochenende nicht da, ich bin Strohwitwer, das heißt, ich kann filmen nach Lust und Laune, werde etliche Aufnahmen machen und euch hoffentlich danach einige wunderschöne Videos zeigen und natürlich auch die versprochenen Aufnahmen der Dive Spot mit Licht, Lume und Bändern. Wir haben Samstag, wir haben 20 nach 2 und meine Circula ist noch am Arm. Ich bin klatschnass durchgeschwitzt, ich bin dreckig wie Sau, kann man sehen am Arm. Ja, da ist viel Holzspäne dran. Ich bin mit meinem Hund in den Wald, wir haben eine größere Runde gedreht. Ich habe ein schönes Stück Holz gefunden, woraus ich mir einen Löffel mache. Ich habe mir natürlich die beste Tageszeit ausgesucht. Wir haben 30 Grad. Ich bin sehr froh, dass ich Wasser dabei hatte für mich und den Hund. Jetzt geht's erstmal nach Hause unter die Dusche und dann gibt es ein paar richtig tolle, gut ausgeleuchtete Aufnahmen von der Circula. Wir haben Sonntag, Tag 7 meiner eine Woche am Arm und meine Circula Dive Spot ist noch am Arm. Ich habe gestern spät in der Nacht noch einige Aufnahmen gemacht mit der Leuchtmasse, die ich euch jetzt einblende. Also ich habe euch ja versprochen, dass die Uhr eine klasse Leuchtmasse hat und ihr könnt das hier sehen. Ich bin richtig begeistert. Ich habe mir meine Aufnahmen noch nicht angeschaut. Üblicherweise schneide ich das Video eine Woche am Arm, die Woche über, sodass ich einen Einblick bekomme, was ich gemacht und was ich nicht gemacht habe. Habe ich dieses Mal ausgelassen, weil die Zeit was knapp war. Ich habe das Gefühl, ich habe euch gar nicht so wahnsinnig viel über die Uhr erzählt wie sonst. Ich habe auch nicht so viel unternommen. Es ist eine
Am Arm zunächst einmal auffällige Uhr, auch weil sie eine gewisse Bauhöhe hat und auch durch die Farbe relativ präsent ist. Aber wenn man sie trägt, ist sie sehr unauffällig durch die angenehme Temperatur am Arm, durch das angenehme Gewicht. Sie geht für meine Verhältnisse ausreichend genau. Auch das möchte ich ja bei einer Woche am Arm zukünftig immer mit angeben. Ich habe so knapp 6 Sekunden Vorlauf am Tag gemessen, gemittelt über die Woche. Für manche ist das vielleicht zu viel. Für mich ist das vollkommen ausreichend. 1 Minute die Woche. Damit kann ich sehr gut leben, beziehungsweise es sind ja nur knapp über 40 Sekunden die Woche. Das macht mir überhaupt nichts aus, komme ich prima mit zurecht. Ja, also ich kann euch nicht mehr sehr viel Neues sagen. Mir gefällt die Uhr saugut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Uhr findet, für welche Farbvariante ihr euch entschieden hättet. Und wenn euch die Videos gefallen, ihr keins mehr verpassen möchtet, abonniert auch gerne meinen Kanal. Bis dahin, tschüss, euer Axel.